Ja, hallo! Ich habe über Twitter heute mitgeteilt, dass ich bezüglich des Fußballspiels heute Abend Schalke gegen Bayern München hier in Gelsenkirchen und als echtes Gelsenkirchener Mädel kann man natürlich nicht anders als Schalke-Fan zu sein. Und ja, und weil heute quasi Nationalfeiertag in Gelsenkirchen ist, gut, nicht, dass Gelsenkirchen eine Nation wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Also heute ist ein besonderer Tag hier in Gelsenkirchen und alles ist blau und weiß. Und da habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Schalke-inspiriertes Augen-Make-up. Also wer jetzt gedacht hat, ich male mir hier kleine Schalke-Symbole aufs Augenlid, der hat sich getäuscht. Also ich habe mich natürlich nur von den Farben inspirieren lassen. Und habe versucht, da möglichst etwas Tragbares rauszumachen. Sehe ich aber gerade, dass ich hier voll blöd verblendet habe. Mache ich mal gerade Korrektur hier. So. Und ja, also das ist auf jeden Fall das, was rausgekommen ist. Es ist also ein tragbarer Look. Wer jetzt gedacht hat, so, oh Gott, was soll denn bei Schalke rumkommen? Der hat sich natürlich getäuscht. Also ich will ja nicht aussehen wie, ja, wie das Schalke-Maskottchen oder so. Komm, ich habe sogar ein Schalke-Nail-Design heute gemacht. Allerdings nur auf der linken Hand, weil, ja, mich mit links auf den rechten Nagel zu malen schaffe ich nicht, deswegen habe ich nur auf der linken Hand meine Nägel gesehen. Ja, also hier das Schalke-Symbol und hier so tolle Streifen. Also so, so ist richtig. So, Schalke-Symbol. Lustige Streifen inspiriert vom Schalke-Trikot. Ja, ein Foto blende ich euch jetzt auch nochmal ein, weil meine Kamera ist eh scheiße und dann sieht man nichts. Okay. Also ich hoffe, das Tutorial wird euch gefallen. Ich hoffe, die Farben gefallen euch. Ich finde es eigentlich ganz schick. Hätte gar nicht gedacht, dass man die Schalke-Farben so gut tragen kann. Wir sehen uns bald wieder. Dann mache ich den zweiten Teil meiner Haarserie. Ja, also ich ziehe jetzt gleich mein Trikot an. Und ja, drückt die Daumen. Und ich will jetzt hier keine Bitten hört von wegen, macht doch mal BVB-Look oder so. Das könnt ihr euch knicken, mache ich nicht. Ja, also, steh auf, wenn du ein Schalker bist. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.